Okay, es geht weiter. Jetzt wird alles enden und alles neu beginnen. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Welt. Dialga, mystisches Pokémon und Meister der Zeit. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Oh yeah. Dialga ist incoming, Fischlins. Die Vernichtung alles Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und kein Streit mehr geben. Spürt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Oh, das sieht brutal aus. Wir müssen das sofort unterbinden. Das ist das Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird, der Erschaffer von Sinnoh. Dialga, die Verkörperung der Zeit. Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Eine neue Welt zu schaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Nur keine Eile. Ich verstehe, dass du unbedingt unseren Bus herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Du magst sie sehen, doch diesmal werde auch ich Samthandschuhe anfassen. Augenblick mal! Ohne mich findet keine Party statt, klar? Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke noch weinend weggerannt ist? Nein, inzwischen stärker geworden. Mir soll's recht sein. Wir schlagen euch gegen 2 gegen 2. Commander Mars und Jupiter. Immer dieser Bronzelfisch. Ich habe noch nie in meinem Leben gegen so viele Bronzel gekämpft wie in der 4. Generation. Nichts davon ist effektiv. Aber so kann ich ihnen wenigstens Blut abziehen. Ziemlich blöd für ein Pokémon, das speziell angriffsstark ist. Ziemlich intelligent. Das ist sehr effektiv, Fischlins. Ich weiß, dass es mich nicht direkt umbringen wird, aber sehr effektiv ist sehr effektiv. Das war's. Perfekt. Goldbart ist perfekt, Fischlins. Oh yeah, Level up. Gegenstoß wieder gegen mich wahrscheinlich. Was? Body Slam?
blöd, Mann. Okay, das war gut. Aber es war nicht intelligent, gegen ein Stahl-Pokémon Bodyslam anzusetzen. Unser Kumpel hier ist wohl nicht der hellste hier. Hellste Stern am Himmel. Ich versuch's mit Zauberschein. Weil es ja beide trifft. Okay, die haben es auf Ding abgesehen, auf Simsala. Das ist echt blöd. So. Egal was ich mache, Simsala wird sterben, am besten hole ich Setena raus. Das sollte bei mir nicht funktionieren. Ich bin ein Gift-Pokémon. Okay, jetzt wird's lustig, Fischlings. Zitrobeere. So. Matschbombe auf. Oder warte, Finster. Das ist nicht sehr effektiv. Sehr blöd. Auf Schnurgast. Sehr effektiv, Fischlings. Okay, versuchen wir unser Bestes, Fischlins. Mehr können wir jetzt nicht machen. Oh mein Gott, ich liebe dich, Gengar. Und jetzt kommt das letzte Pokémon. Frag mich, wer es ist. Golbat! Hallo, my dear friend. Und wir verabschieden uns auch gleich von Golbat. Aua, ja, ich hätte wohl lieber allein kämpfen sollen. Du bist stark geworden, trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Meine Pokémon sind echt stark, stimmt. Ich kann bestimmt auch noch stärker werden wie sie. Aber ich fürchte, für uns ist hier ein Schatz im Moment. Okta, ich helfe dir. Oh mein Gott, danke. Jochen hat dein Team gehalten. So, das wäre eigentlich Okta. Der Riss liegt in deiner Hand. Oh, Dialga, das ist... Fantastisch, überwältigend. Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Galaxie. Ja, eines neuen Universums. Was? Selfie. Vesprit. Tobots.
Oh yeah, die Alga ist jetzt frei, Fischlings. Die rote Kette! Sie hat sich in nichts aufgelöst, wie konnte das passieren? Und warum erscheint Vesprit, das Pokémon von See der Wahrheit, neben dir? Egal, völlig egal, es ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich zerquetschen. Ist das unser erster Kampf gegen den Boss? Nein, wir haben schon mal gegen ihn gekämpft. Ich mag Kramschiff. Zauberschein. Sollte sogar sehr effektiv sein. Jupp. Denn eigentlich war Setena dran und nicht Konstantin. Garados. Brauch nicht. Nur Spezialangriffe, keine physischen. Also Spukball. Oh mein Gott, er hat's überlebt. Sehr effektiv, sehr effektiv. Wieso kann mein Gengar keine Schwebe, by the way? Das sind jetzt heftige Erfahrungspunkte. Als nächstes ist Piepmatz dran. So, Nahkampf. Vierfach effektiv. Es war klar, dass Snibuna es nicht überleben wird. Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. So. Fliegen. Ich glaube, ich bin das langsamere Pokémon. Rums. Auch ohne Volltreffer wäre es gestorben. Und da bin ich mir absolut sicher sogar. Weil der Levelunterschied zu hoch ist. Und die Angriffskraft von Piepmatz ist einfach zu stark. Ich kann's nicht akzeptieren, die in den Mythen erwähnte Kraft. Ich habe sie nicht nur gesteuert, ich habe sie mir zu eigen gemacht. Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist deine Vorstellung von Perfektion? Kennst du etwa nur das, was kostbar ist? Das, was mit seinem Licht die Welt erhält? Pah! Es ist sinnlos, dich zu fragen, doch ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich zu einer Gottheit. Und die ultimative Perfektion zu erreichen. Darf ich mich bewegen? Fischens, unsere Zeit ist gekommen, aber ich würde noch schnell die Alga fangen und dann können wir das Let's Play beenden. Die Alga! Die Alga! Der Meister der Zeit! Ich kann nicht sagen, ob es wütend ist oder traurig.
Aber es scheint, als würde die Alga etwas von dir erwarten, Okta. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er fordert dich heraus. Geh schon, Okta, stell dich in die Alga. Hör auf seine Stimme. Bla bla bla. Okta, eben bin ich Jochen begegnet. Er sagte, dass er an dich glaubt. Wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Okay, danke. Let's go. So. Ich habe aus Versehen Pokéball geworfen, aber vielleicht funktioniert es ja. Ja, war klar. So. Ich habe wohl Angst, dass er rauskommt. Ich weiß, beim Meisterball ist der Risikofaktor nicht hoch, aber trotzdem gibt es einen Risikofaktor. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Ich glaube 0,01 Wahrscheinlichkeit, dass das Pokémon aus dem Pokéball rauskommt. Es besitzt die Macht, die Zeit zu kontrollieren. In den Mythen von Sinnoh wird es als eine Gottheit dargestellt. Okta, ich kann es nicht fassen, du hast es tatsächlich geschafft. Du warst hervorragend, wirklich absolut unglaublich. Ich war ein Blabla. In seinen 60 Jahren hat er nichts Berauschendes gesehen als das. Seit dem letzten Treffen hat der Professor unerbittlich geforscht. Er war besorgt um dich, Okta, und kam extra deinetwegen an diesen gefährlichen Ort. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Niemand hat das Recht, die Zukunft anderer und gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Obwohl, wartet mal, Fischens. Ich glaube, ich kann fliegen hier. Zuerst fliegen wir mal dahin, wo wir hin müssen. Okay, Sonneweg. Oh, okay. Da muss ich extra runter. Ich mache das dann offline quasi. Ja, danke, dass ihr dabei wart, Fischlins. Vergesst nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen, falls es euch gefallen hat, damit sie mit uns und mit Antonia zusammen reisen können. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Part, Fischlins. Haut rein!